Ja, liebe Leser von hardharderheavy.de, ich bin wieder da, euer Stefan, und heute aus Bielefeld, zu Gast bei den Scorpions, aber neben mir habe ich sitzen My Inner Burning, die als Vorgruppe gastiert haben und eine absolut hammer Show hier auf die Bühne gelegt haben, muss ich sagen. Also die Fans, die waren auch schon am Toben und das, ich glaube, die sind richtig mitgegangen. Das sind sie. Also ist natürlich so, dass man immer, wenn man, wir haben noch nie in Bielefeld gespielt, und dann ist es so, dass man, also dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass man sich so eine Stadt immer erst warm spielen muss. Man muss ihn so ein bisschen erspielen. Es ist immer so, dass am Anfang die Leute erstmal ein bisschen weiten sind und gucken, oh, was passiert denn da jetzt auf der Bühne? Mal gucken, könnte mir das gefallen? Und dann, aber man merkt so richtig, wie man immer im weiteren Verlauf des Konzertes, wie die ein bisschen mehr auftauen und immer mehr mitgehen. Und ganz zum Schluss hat man dann ja auch gemerkt, anhand des Applaus, der dann stattgefunden hat, dass die doch gut dabei waren und dass wir Bielefeld uns tatsächlich warm gespielt haben. Muss man schon sagen. Das hätte ich nicht schöner sagen können. Das stimmt, das hat er sehr schön gesagt. My Inner Burning ist ja eine Gruppe, die ist im Moment noch nicht so in aller Munde, aber ich denke mal spätestens jetzt als Support von den Scorpions, was schon eine Hammernummer ist, finde ich, werden viele Leute mit Sicherheit auf einmal auf euch aufmerksam werden. Wann habt ihr denn angefangen mit der Musik? Becky. Ja, mit My Inner Burning? Das war 2008, also ist noch gar nicht so lange her. Da haben wir uns zuerst als The Core zusammengefunden und haben dann irgendwann den Namen geändert, weil The Core, schlechter Film. Und My Inner Burning hat einfach besser gepasst. Was verbindet ihr damit, genau mit dem Inner Burning? Hat das eine gewisse... Ja, absolut. Das ist unser inneres Feuer für die Musik, das, was uns vorantreibt, das, was in uns brennt und leidenschaftlich ist. Und das bringen wir auf die Bühne. Genau, und das ist auch das, was wir den Leuten eigentlich auch geben wollen. Und man merkt, dass die dann anfangen, das Feuer ein bisschen sich selbst aufzunehmen und halt an der Musik Spaß haben. Und das ist halt immer das absolut Beste, was man haben kann, wenn man auf der Bühne steht, selbst Spaß an der eigenen Musik hat und wenn man sieht, dass die Leute im Publikum dann auch Spaß an der Musik haben. Und das ist schon so, dass das innere Feuer meiner Burning halt von uns an die weitergegeben wird und dann auch wieder zurückkommt als Feedback. Das ist echt schon wunderbar. Ich finde es auch schön zu beobachten, wie ihr beiden im Endeffekt euch abwechselt. Du, derjenige, der da richtig Bielefeld erstmal heute Angst gemacht hat. Hatten sie Angst. Ja, und du, Becky, mit einer sehr melodiösen Stimme. Mhm. Und also wie ich das beurteilen kann, wirklich aus dem tiefsten Innern heraus, das ist ja schon richtig Hochleistung, was du da machst. Hast du auch mal Gesangsunterricht gehabt? Nein, ich hatte mal eine Stunde so für Atemtechniken an sich, aber ich habe nie die Zeit dafür gehabt. Und es war, ja, es ist einfach, ich gebe das, was ich bin. Ich gebe einfach alles, was ich liebe und was ich bin. Also das heißt mit anderen Worten, du bist ein Naturtalent. Wenn du es so ausdrücken möchtest. Wie ist das bei euch in der Band? Wer ist da der Haupttreiber? Wer schreibt die ganzen Songs? Wer hat die Ideen? Oder ist das wirklich ein komplett, ist das eine Gemeinschaftsarbeit von euch? Also letzten Endes ist es natürlich eine Gemeinschaftsarbeit, weil eine Band immer nur funktioniert, wenn alle hinter der Musik stehen, die auf der Bühne dann tatsächlich stattfindet. Weil sonst wäre man keine Band an sich, sondern dann wäre man ein Solokünstler mit Musikern. Und das wollen wir nicht sein, wir sind eine Band und deswegen müssen wir alle hinter den Songs stehen, die wir machen. Natürlich ist es so, dass wir nicht alle alles machen können. Dann, das heißt ja auch, viele Köche verderben den Brei, dann ist es halt einfach so, dass wenn zu viele an einem Song rumrühren, dann kommt vielleicht gar nichts daraus, das ist einfach zu unstrukturiert. Deswegen ist es so, dass es schon Bandmitglieder gibt, die mehr an der Schreibarbeit beteiligt sind. Natürlich schon so, dass die anderen immer ihren Senf dazugeben können, weil sonst würde es nicht funktionieren. Und letzten Endes gehen die Lieder erst raus, wenn dann von allen tatsächlich auch die Unterschrift runter ist, wenn quasi alle ihren Segen dazugegeben haben. Und von daher können wir komplett hinter den Songs stehen, die wir auf der Platte auch veröffentlicht haben. Ganz aktuell ist euer neues Album rausgekommen, 11 Scars. Was sind denn die 11 Narben? Reflektiert ihr damit ein Stück Wahrheit, ein Teil eures Lebens, oder ist das ein reines Fantasiealbum vom Text her jetzt? Nee, das ist sowohl als auch. Also das sind viele Dinge, die auch mein Leben betreffen. Also ich habe
ja, überwiegend die Texte bei diesem Album geschrieben. Und Daibel hat auch sich da ausgetobt. Und zum Beispiel der Song When I'm Gone, es ist eine Freundschaft, die ich mal hatte und etwas, die zerbrochen ist und die ja sehr, sehr tief in mir noch ist und ich habe es irgendwie damit ein bisschen verarbeiten können und es ist also wirklich, es ist wahr, es sind zum Teil auch meine Namen, nicht nur, aber auch. Es ist natürlich so, dass gerade wenn jetzt dadurch, dass Becky die Songs ja durch ihren Gesang dem Publikum nahe bringt, kann sie dadurch, wenn sie die Texte selber schreibt, auch viel, viel mehr das Gefühl, was sie mit dem Text halt ausdrücken wollte, auch rübergeben kann. Und dann ist es schon so, dass letzten Endes auch das My Inner Burning dann wieder bei rauskommt. Letzten Endes kommen wir immer wieder darauf zurück, dass die Texte, wenn die ehrlich sind, wenn die ehrlich gesungen werden können, weil sie halt dann von der Sängerin auch tatsächlich stammen, dass dem Publikum so nahe gebracht werden kann, wo wir wieder bei der Frage von vorher sind, dass das, was My Inner Burning eigentlich ausmacht und auch bedeutet, dass wir bei dem inneren Feuer sind, welches wir weitergeben wollen und dem ganzen Publikum auch so nahe bringen können. Wie geht es jetzt mit euch weiter? Ihr habt jetzt ein oder zwei Konzerte jetzt mit den Scorpions schon gespielt. Heute war das zweite. Wird noch eins folgen oder war es das jetzt erstmal? Im Moment steht jetzt so weiter nichts in der Spur. Mal gucken, was noch kommt. Wir sind natürlich gerne offen. Also mal schauen, was da passiert. Aber wir sind natürlich auch gespannt, wie es weitergeht. Denn dadurch, dass wir uns jetzt einem doch etwas breiteren Publikum, sag ich jetzt mal, präsentieren konnten, hoffen wir natürlich auch, dass wir dadurch mehr Leute gewinnen konnten, die Gefallen an unserer Musik haben. Und wer weiß, was noch kommt. Wie es halt so ist, eine Tür geht auf, dann ist es fertig, die Tür geht zu und eine andere geht auf. Mal gucken, was passiert. Also es ist auf jeden Fall der Hammer gewesen, dass es so stattgefunden hat, wie es passiert ist. Und wer weiß, welche Tür dadurch wieder aufgestoßen wurde. Das kann man nicht wissen. Auf jeden Fall, wird weitergehen. Bestimmt. Ich hatte euch das erste Mal gesehen bei der CD-Release-Party von Engrained. Und ich war schon sehr, sehr begeistert. Da habe ich gesagt, ihr seid doch My Inner Dying. Da habt ihr mich ganz böse angeguckt und habt wahrscheinlich gedacht, was ist das für ein verstörter Typ. Aber ab dem Moment dachte ich mir schon nach der Show, als ich euch gesehen hatte, ich dachte, den Namen, den musstet ihr merken. Und ich habe mir wirklich gemerkt. Und here we are again. Ja. Und here we are again. Was steht jetzt noch an mit Konzerten? Was ist geplant? Also, geplant ist, man muss jetzt erstmal gucken, was kommt. Wir haben unseren Fokus jetzt erstmal auf dieser Geschichte gehabt. Und wir werden jetzt gucken, was als nächstes kommen kann. Und dann werden wir mal gucken, welche Angebote reinflattern. Und dann schauen wir mal, welche Angebote uns dann, also nicht welche uns zusagen, das wäre vielleicht etwas überheblich zu sagen. Das wäre die uns zusagen. Dann mal gucken, was kommt. Aber es wird auf jeden Fall was kommen. Und dann wird sich zeigen, was es ist. Eine kurze Frage noch. Sind wir schon so weit? Ja. Es ist so, dass es ab dem 26. August auf D-Max, dem allseits bekannten Herrensender, eine Show geben wird. Die einzige Rockshow im deutschen Fernsehen, die mit dem Namen Rock Invasion daherkommt. Und da ist es so, dass wir auch dann an diesen Shows teilen, also an einer Show vielleicht teilnehmen können. Und es ist so, dass wir da den Titelsoundtrack zugeschrieben haben. Und es ist schon auch eine Nummer, wo man uns dann eventuell auch mal im Fernsehen wiedersehen könnte. Auf jeden Fall hören. Das auf jeden Fall, ja. Das ist also auch eine Riesennummer, hätte ich mir auch nie träumen lassen, dass es mal so weit kommt, dass man irgendwann mal lesen kann, Musik, My Inner Burn, zum Beispiel. Letztendlich ist es ja auch eine gewisse Ernte des Erfolges. Ja, natürlich. Und es ist auch eine Art von Bestätigung, dass man mit dem, was man macht, nicht ganz verkehrt sein kann. Na, dass der Weg vielleicht doch der richtige ist. Also ich habe mir heute auch die Frage gestellt, ob die typischen Scorpion-Fans, ob ihr die wirklich begeistern könnt. Weil das ist,
es sind ja schon, so stufe ich sie ein, mehr auch die älteren Generationen. Man sieht sie, man hat sie auch ganz deutlich gesehen. Aber ihr habt euch da ganz selbstlos auf die Bühne gestellt. Ich hatte noch nicht mal das Gefühl, dass ihr irgendwie in irgendeiner Art und Weise nervös wart. Weil ihr seid hingegangen, ihr habt die Bühne gerockt und seid abgegangen, habt euch nochmal ordentlich verabschiedet. Das gehört sich ja so. Ja, aber die Leute fanden das toll. Man hat das gemerkt, es ist wirklich von euch was rübergekommen. Und das finde ich faszinierend, gerade von so einer jungen Band, wie ihr es auch seid. Es ist natürlich so, dass bei den Scorpions, die sind ja schon Jahrzehnte im Geschäft, dass da natürlich das Publikum dementsprechend mitgealtert ist. Allerdings ist es so, wie bei vielen großen Bands, die schon länger auf der Bühne stehen, dass dann die Kinder mitgenommen werden, teilweise die Enkel schon mitgenommen werden. Dann gibt es einfach Musikbegeisterte, die sagen, die Scorpions, das sind jetzt... das ist eine Band, mit der kann ich mich identifizieren, auch wenn ich sie privat vielleicht nicht so höre. Aber daraus ist vielleicht der Metal auch mal so eine Art von entstanden. Das waren Vorreiter für etwas härtere Musik und die kommen dann trotzdem. Und von daher ist es schon so, dass das also auch teilweise unser Publikum da drin steht. Obwohl ich am Anfang auch nicht gedacht hätte, dass das so sein könnte. Aber in Freiburg war es so und heute hat sich das wieder bestätigt, dass also nicht... Das Publikum ist nicht komplett gealtert, sondern wenn man guckt, natürlich sind ältere Leute dabei, aber man sieht immer auch Jüngere dazwischen, die dann natürlich auch Gefallen an so einer Musik haben kann, wie wir sie machen. Und genau da kann man dann auch gut ansetzen und sagen, Mensch, das könnten Leute sein, denen kann man vielleicht unsere Musik nahebringen. Es ist aber auch so, dass auch ältere Leute sagen, Mensch, ihr wart gut. Das passiert. Und von daher kann man schon sagen, dass wir, obwohl wir vielleicht auch einen Tuck härtere Musik machen, trotzdem ganz gut hier reinpassen. Ich glaube auch. Wie gesagt, mein Wort habt ihr, meine Fürsprache. Ich mag eure Musik. Ihr müsst mir irgendwann mal meine zwei Covers unterschreiben, da bitte ich euch einmal rum. Das machen wir. Weil in einigen Jahren werden die mit Sicherheit mal sehr viel wert sein, könnte ich mir vorstellen. Wäre so. Ja, möchtet ihr euren Fans oder euren zukünftigen Fans noch was mit auf den Weg geben? Klar. Keep on rocking. Genau. Wir hoffen, ihr hattet Spaß an dem Interview. Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft noch ein bisschen was von uns hören lassen dürfen. Und hoffen natürlich auch darauf, auf eure Unterstützung, dass ihr dabei seid und uns ganz, ganz kräftig dabei unterstützt, dass wir vielleicht noch ein bisschen für euch spielen dürfen. Vielen Dank. Aber so ganz einfach möchte ich dich gar nicht entlassen, weil du hast ja so eine richtige, kräftige Bärenstimme. Und bei uns ist es so, der David Reese ist da mal mit angefangen. Und zwar haben wir einen Spruch, hardharderheavy.de, das heißt, verse is hard, life is harder, death is heavy. Und wenn du das jetzt einmal richtig crawlen würdest in die Kamera, ja, ist das Mikro Platz. Wo ist denn der Zettel, wo das draufsteht? Verse is hard. Verse is hard. Life is harder. Das ist heavy. Das ist heavy. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich wollte nicht so böse sein. Ja. Okay. Also, liebe Zuschauer, liebe Hörer, ich probiere es jetzt einfach mal. Hier kommt der Deibel. Birth is hard! Life is harder! Death is heavy! That's it.